Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Hanadi Beauty. Heute gibt es für euch mein Hautpflege-Routine-Video. Und zwar aus dem Grund, weil wirklich sehr viele sich dieses Video hier gewünscht haben. Und ich fange jetzt direkt an. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, eure Haut jeden Morgen und Abend zu waschen. Also das mache ich wirklich jeden Tag. Und ich mache das mit dem Garnier Waschgel, das ihr hier auch sehen könnt, dieses orangene. Ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Also es reinigt die Haut wirklich sehr, sehr gründlich. Und die Haut fühlt sich danach richtig schön frisch an und sehr, sehr weich. Also ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Und was ich auch zweimal in der Woche auf jeden Fall mache, ist, dass ich mein Clarisonic benutze. Diese Bürste hier, die habe ich auch jetzt schon ungefähr seit 2 Jahren. Und ich habe jetzt ein Aveen Peeling und Maske. Das ist so ein 2-in-1 Produkt. Und ich habe es dann auf die Bürste aufgetragen und damit tue ich jetzt hier meine Haut reinigen und das mache ich wirklich 2-mal in der Woche ungefähr, also einmal auf jeden Fall. Solltet ihr nicht jeden Tag machen, weil die Haut sonst austrocknet und durch diese Bürste hier werden alle überschüssigen Hautschüppchen entfernt und die Oberschicht sozusagen auch abgetragen und die Haut wird porentief und richtig gründlich nochmal ausgereinigt. Ganz wichtig ist es wirklich immer ein richtig sauberes Handtuch zu benutzen, das vorher noch niemand anderes benutzt hat, weil es sind wirklich Bakterien, die sich auf diesen Handtüchern ablagern und deswegen immer ein sauberes Handtuch benutzen. Auf gar keinen Fall rubbeln, sondern wirklich nur die Haut abtupfen. Was ich jetzt hier auch mache, ist, dass ich meine Beauty Pads von Balea benutze. Die benutze ich für meine Augenringe und für meine Augen, einfach um den Augen ein bisschen frische Kick zu geben und die Augen auch zu pflegen. Gerade wenn man dunkle Augenringe hat oder dunkle Augenschatten, ist es auch wirklich immer sehr wichtig, eine bestimmte Augencreme zu benutzen. Die werde ich dann in 10 Minuten oder nach 10 Minuten abmachen und ja, danach fühlen sich die Augen auch richtig schön frisch an. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Schritt und zwar zu meinem Rosenwasser. Ich habe ja schon mal auf Instagram davon geschwärmt und ich schwärme eigentlich immer noch davon. Ist wirklich ein super Produkt, aber jeder muss es für sich selber entscheiden, weil jeder drauf anders reagiert. Und ja, ich benutze es meistens morgens vor meinem Make-up, weil es einfach die perfekte Basis dafür ist. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Das ist auf jeden Fall meine Augenpflege. Die darf nicht fehlen. Die mache ich wirklich jeden Morgen und Abend drauf, weil es wirklich auch sehr wichtig ist, die Augen zu pflegen, gerade weil die Haut im Augenbereich wirklich die dünnste Haut im Gesicht ist. Und deswegen sollte man diese Haut nicht vernachlässigen, sondern immer gut pflegen. Und ja, was ich auch immer mache vorm Schlafengehen, ich habe mir jetzt einfach eine Pflege gekauft von Clinique, das ist die Even Better Pflege, vielleicht kennt ihr die ja schon. Die ist gerade für Haut, die Pigmentstörungen hat oder gerade wenn man halt so Unebenheiten hat, ist die Pflege wirklich sehr gut. Und ich mache dieses Serum jeden Abend vorm Schlafengehen drauf und anschließend gehe ich dann noch mit meiner Nachtpflege oder mit meiner ganz normalen ja, Feuchtigkeitscreme auch von dieser Serie Even Better und die mache ich dann jeden Abend vorm Schlafengehen mache ich die drauf. Morgens mache ich sie auch drauf, allerdings nicht immer. Also ich benutze meistens das Rosenwasser, also bei mir ist es wirklich immer unterschiedlich. Und ja, das war es eigentlich mit meiner Pflege. Also das ist so wirklich meine Routine, die ich jeden Morgen und Abend mache und es ist wirklich sehr wichtig, ihr solltet eure Haut nicht vernachlässigen, sondern immer gut pflegen, damit eure Haut, auch wenn ihr älter seid, nicht alt aussieht und ihr keine schlechte Haut kriegt, gerade wenn man sich jeden Tag schminkt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!